Willkommen zurück zu Part 2 von Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone. Das letzte Mal haben wir uns an die Dende gefangen und kämpfen jetzt gegen das legendäre Pokémon. Wir können uns auch scheinbar ein Item auswählen. Ich glaube, ich nehme also mal Überreste hier. Und dann kämpfen wir mal gegen das legendäre Pokémon. Ich bin gespannt, was das für eins sein wird. Und das ist auf jeden Fall ein Pokémon vom Typ Wasser. Wahrscheinlich ein Kyogre oder so. Und ein Suizun! Krass! Okay, jetzt müssen wir gegen das Suizun kämpfen. Wir haben zum Glück ein Elektro-Pokémon. Aber wer weiß. Sieht schon sehr episch aus. Wahrscheinlich sehr stark, dieses Suizun. Wir setzen auch gleich mal Donner ein. Aber unsere Teamkollegen sind eher drin. Okay. Aber gut, dass die Statuswerte von Suizun sind. Okay. Mist! Unsere Attacke hat verfehlt. Ja, und das Seemon verwandelt sich wie üblich wieder in eine Puppe. Toll, Seemon. Ganz toll. Aber jetzt greift Suizun. Hat ja wohl gar nicht so viel Schaden gemacht. Okay. Aber wir haben ihn auch nicht so viel Schaden gemacht. Cool. Vielleicht können wir jetzt Dynamax machen. Nee. Dann setzen wir einfach nochmal Donner ein. So. Das ist ganz schön fies. Wir dürfen zweimal nicht Runde angreifen mit Dynamics Pokémon. Und unser Attacker hat auch wieder verfehlt. Och nein. Naja. Das Flamara setzt eine Feuerattacke gegen ein Wasser-Pokémon. Das ist eher nicht so praktisch. Okay, vielleicht können wir in der nächsten Runde Dynamics auslösen. Ja, in der nächsten können wir Dynamics machen. Aber Donner ist ja schon fast alle. Hoffentlich trifft es diesmal. Wir sind gleich dran. Aber Suizun Angriff sinkt immer. Nee, die Attacke hat jetzt schon wieder verfehlt. Och nee. Hm. Suizun haben wir schon so ein bisschen Schaden gemacht. Endlich können wir Dynamax machen. Jetzt können wir Dynamax machen. Okay, mache ich gleich. Deiner Gewitter. Suizun. Das wird dir jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Also ich hoffe, wir kriegen es noch. Also besiegen es. Ja, dann können wir es auch fangen. Also, Hauptsache es bleibt drin. So, ich frage mich, ob man auch mitten in einem Hühnerkampf eigentlich Pokébälle werfen kann. Aber ich weiß nicht, weil sonst würde ein Flottball in einem Hühnerkampf wenig Sinn machen. Und unsere Attacke trifft diesmal wenigstens. Naja, so viel Schaden wie erhofft hat es jetzt auch nicht gemacht. Naja, wenigstens etwas Schaden. Haben jetzt auch ein Elektrofeld erzeugt. Ich glaube, das macht unsere Elektro-Attacken stärker, aber ich weiß es nicht. Na, Suizun, guckst du blöd. Jetzt hast du auch einen großen Dynamax-Gegner. So viel Schaden hat es auch nicht gemacht. Wahrscheinlich ist es eher auf Level 70 oder so. Ja, greifen wir es weiter an. Niederflamme auf ein Wasser-Pokémon macht immer noch keinen Sinn, Flamara. Hast du das jetzt mal geschnallt? Wäre ganz cool, wenn das Flamara irgendwie eine andere Attacke hätte. Ich weiß nicht, vielleicht eine Pflanzenattacke wird es ja kaum haben oder irgendeine Attacke, die wenigstens effektiv ist und nicht sehr effektiv. Wir setzen wieder deine Gewitter an. Ha, jetzt haben wir schon fast die Hälfte abgezogen. Oder schon mehr als die Hälfte, glaube ich. Okay. Elektrofett ist wieder da. Ich frage mich, wir haben jetzt erstmal wieder rote Wolken beim Kopf immer. Das ist ziemlich komisch aus. Was macht das Suizun da? Alle Statuswerte wurden aufgehoben. Okay. Flugball, ja, das könnte noch ein bisschen Schaden machen, aber hat jetzt nicht so viel gemacht, aber besser als eine Feuerattacke. Das Stripe ist auch nicht so gute Idee, weil das ist auch nicht sehr effektiv. Aber zum Glück haben wir uns Überreste als Item genommen, weil damit konnten wir uns heilen. Und deiner Gewitter ist natürlich auch an. Müssen wir wohl Düna Zauber einsetzen. Düna Zauber Sternchenhimmel. Okay. Naja, hat schon etwas Schaden gemacht. Ganz okay. Bei Düna Gewitter hat es wenigstens Schaden gemacht, weil Donner hat ja nie getroffen.
Ich habe es dreimal eingesetzt und es hat immer nicht getroffen. Wäre echt blöd. Das Drachenbrötchen hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Ich hätte gedacht, das macht mehr Schaden. Das Puppensämon. Aquawelle da. Zum Glück nicht auf Lamara. Das wäre sonst besiegt. Zufluss. Das hat schon mehr Schaden gemacht. Dazu mache ich jetzt Sprungfeder ein und das macht ja in der nächsten Runde meistens sehr viel Schaden. Na, wir sind jetzt glaube ich gleich nicht mehr dynamaximiert. Ja, wir schrumpfen wieder auf ein Mini-Dedende, von einem Riesen-Dedende auf ein Mini-Dedende. Wir müssen wieder Zauberschein einsetzen. Das wird wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen. Ah, hat schon ein bisschen an Schaden gemacht. Kanon, was ist das denn für eine Attacke? Die kenne ich überhaupt nicht. Deine Flut auf wen? Auf uns. Wir sind für sie. Nein. Und es fängt an zu regnen. Oh, wo wurden besiegt? Oh, es darf nicht noch ein Pokémon besiegt sein, sonst haben wir verloren. Weil das Suizun sollte uns natürlich nicht entkommen. Es ist besiegt. Nee, fast besiegt. Jetzt ist es besiegt. Ja. Hoffentlich können wir es fangen. Ja, wir fangen es. Ein Hyperball setzen wir natürlich ein. Da, Hyperball. So. Hyperball müssen wir erstmal riesig machen. Und dann. Bitte bleib drin, Suizun. Bitte bleib in meinem Pokéball. Der ist extra für dich gemacht. Und? Ein Wackler. Noch ein Wackler. Noch ein Wackler. Und wir haben es gefangen. Yay, yeah, wir haben Suizun, unser erstes legendäres Pokémon. Klasse. Wir geben Suizun natürlich keinen Spitznamen. So, Suizun nehmen wir auch gleich in unserem Team. Okay, wen nehmen wir raus? Wahrscheinlich so einen kleinen Pilz da unten. Ja. Suizun haben wir erstmal in unser Team aufgenommen. Und jetzt stehen wir in dieser riesigen Dynamax-Höhle. Wie laufen wir so schuldig lang? Da. So. Hey, dich kenne ich doch. Bist du etwa auch für ein Dynamax-Abenteuer hier? Da liegen wir zwei ja übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens Mila. Und du heißt? Freut mich. Link mein Name. Haha, bist du mit einer Zeitmaschine angereist? Zum Schießen. Was, mein Dad ist auch hier? Ich habe ihn nirgends gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgelatscht ist. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich dich vorhin benutzt habe, um ihn abzulenken. Der kann manchmal echt nervig sein. Wie ging's mit euch zwei eigentlich weiter? Echt? Du hast gegen meinen Dad gewonnen? Er war mal Arenaleiter, weißt du? Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist ein Kampf gegen ihn alles andere als einfach. Hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So willig wie er gerade ist, konnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Er will mit mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir verschiedene Legenden dieser Gegend erkunden. Als würde ich in meinem Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist doch voll peinlich. Außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man gegen übelst riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krasses Kribbeln im Bauch. Oh, aber klar doch. Ich habe die Idee. Du scheinst ja ein akzeptabler Trainer zu sein. Warum gehst du nicht einfach mit meinem Alten auf diese Expedition? Klingt gut. Und wie es das tut, eine richtig gute Idee, wenn ich mich mal selbst loben darf.
Es würde mir schon ein bisschen leid tun, ihn alleine zu lassen, wo er sich so darauf gefreut hat. Und sieh es mal so, du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einem legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn ich mich in deinem Riesennest ausgetobt habe, ja? Geht ihr zwei ruhig schon mal auf eure legendäre Expedition. Los, los! Du kannst meinem Dad ja unseren Schlachtplan erklären. Danke! Ja, ich erkläre deinem Dad schon unseren Schlachtplan. Okay. Hey. Was ist denn hier passiert? Warum liegt Peony da so auf dem Boden? Ich gehe mal hin. Hallo? Was ist mit dir passiert? Oh, mir geht's so schlecht, diese Schmerzen. Mila, wo ist meine süße kleine Mila? Geht's ihm gut? Dieser lebhafte Herr ist auf einem Felsen ausgerutscht und hat sich den Kopf angestoßen. Oh Mann, brummt mir die Birne. Ich habe am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schmerzhaft ein Abenteuer enden kann. Dabei wollte ich doch nur schauen, ob sich meine Tochter hinter dem Felsen versteckt. Und jetzt sieh dir an, was aus mir geworden ist. Haben Sie Ihre Tochter etwa mit einem Clonkett verwechselt? Wie auch immer, ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann bin ich wieder topfit. Wie sieht's denn bei dir aus, Bursche? Irgendeine Spur von meiner kleinen Mila? Ja, hab ich gefunden. Also es war so. Oh, verstehe. Mila kommt also nicht zurück, bis sie sich auf ihrem Dynamax-Abenteuer ausgetobt hat. Und sie will, dass wir schon mal ohne sie mit meiner eigens konzipierten legendären Expedition anfangen? Dabei habe ich ganze Nächte durchgeackert, um den Plan für unsere Vater-Tochter-Reise zusammenzustellen. Schätze, sie ist jetzt in einem Alter, in dem sie viel selbst ausprobieren muss. Als guter Vater sollte ich ihr wohl Freiraum lassen und ihr nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Na schön. Habe ich schon nach deinem Namen gefragt? Ich glaube nicht. Wie heißt du denn? Hey, ich bin Link. Link also. Aha, ich bin Peony. Moment. Habe ich mich mal vorgestellt? Naja, doppelt hält besser. Du hast die Liga-Karte von Peony. Jedenfalls wird unsere Expedition dermaßen legendär, dass Mila gar nicht anders kann, als sofort zu uns zu stoßen. Genau, let's fels. Ausgezeichnete Antwort. So habe ich mir das vorgestellt. Tahaha. Dieses Abenteuer wird so legendär wie die Pokémon, die wir dabei suchen. Damit wäre es beschlossene Sache, Link. Ich würde sagen, wir besprechen alles Weitere in Freezedale. Immer der Nase nach, dann kannst du das bescheuliche Dörfchen gar nicht verfehlen. Und wer zuletzt ankommt, muss während der Expedition den Gepäckträger spielen. Ha! Nur ein kleines Späßchen. Taha! Okay, dann laufen wir mal nach Freezedale. So, sind wir erstmal wieder hier draußen und da läuft er schon oder rennt zu dem kleinen Dörfchen. Das habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt, aber da scheint es zu sein. Ja, man sieht die Felder und Häuser, zumindest ein Haus. Laufen wir mal nach oder ich denke, wir nehmen einfach das Fahrrad, ist viel schneller. So, wo ist er denn nochmal lang gefahren? Da. Wir sehen es auch schon. Das schöne kleine Dörfchen da hinten. So. Man sieht hier schon ein paar Felder und viele Häuser. Okay. Schauen wir uns mal um. Freezedale. So, hier sind ja sehr viele Leute. Naja, das ist mal die Chiron. Es sind kaum Leute hier. Sieh an, was haben wir denn da? Einen Gast? Dann mal herzlich willkommen in Freezedale. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes.
Es kommt selten vor, dass Reisende sich in unsere entlegene Ortschaft verirren. Bist du etwa auch hier, um mehr über den König der reichen Ernte zu erfahren? Eigentlich nicht, aber sag mal ja. Oh, ich bitte um Verzeihung. Das geht mich natürlich nichts an, wie unhöflich von mir. Es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jammer ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her. Und am Ende muss ich ihnen sagen, dass es sich dabei nur um ein Märchen handelt. Lass mich dir wenigstens dieses Souvenir aus Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen gehen musst. Oh, danke, ein cooler Pullover. Das ist ein Pullover mit einem Aufdruck des Königs der reichen Ernte. Leider hat es sich nicht so gut verkauft, wie erhofft. Dabei haben wir einige Exemplare übrig. Das abgebildete Aussehen des Königs basiert auf uralten Beschreibungen. Deshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht macht es das ja sogar wieder modern. Wenn du wissen möchtest, wie der König wirklich ausgesehen hat, solltest du einen Blick auf diese Holzstatue da werfen. Übrigens kannst du während deines Aufenthalts hier in den Schneelanden das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen, versteht sich. Also dann, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in unserem malerischen Örtchen. Hey! Hallo, Peony. Link, hier drüben. Ja, ich hab dich gesehen. Ich komm gleich nach. Okay. Guck mir mal kurz die Statue da an. Ja. Nee, lieber doch nicht. Mach ein anderes Mal. Weil wirklich groß sah der Kopf jetzt nicht aus. Ah, da bist du ja. Diese Hütte wird unsere Unterkunft sein. Für manche mag sie etwas öde wirken. Aber wir sehen das in einem anderen Licht, denn für uns ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung ist das A und O auf einem Abenteuer, weißt du? Gut, genug Zeit verquasselt. Lass mich dir erklären, worin das Ziel des legendären Peony-Expeditionstrupp besteht. Um diese Gegend ranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Zum Beispiel die Legende eines Pokémon mit zu groß geratenem Kopf, das die Einheimischen den König der reichen Ernte nennen. Oder die Legende von einem riesigen roten Baum, um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollen. Und dann gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit Punkten im Gesicht, die angeblich in einer Art Ruine oder sowas schlummern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Hier gibt es so viele Legenden zu entdecken, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und der Peony-Expeditionstrupp wird nicht ruhen, bis er jeden einzelnen davon auf den Grund gegangen ist. Jawohl. Ja, du hast das richtig gehört. Das ist unser großartiges, grandioses, giga-nices Ziel. Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte. Aber vielleicht war das ja eine glückliche Fügung ach, du weißt schon. Uns erwarten absolut legendäre Abenteuer, Expeditionsleiter Link. Was? Ich bin der Expeditionsleiter? Also Expeditionsleiter? Aber sicher! Was glaubst du, würde passieren, wenn wir beide einfach unsere Expeditionsbasis verlassen?
Meine kleine Mila würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen. Nur wäre ich nicht da. Niemand wäre da. Ich sehe schon vor mir, wie sie todtraurig und papaseelenallein da sitzt und mich vermisst. Ra, der Gedanke allein bricht mir schon das Herz. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Deswegen werde ich als Basisleiter hier die Stellung halten. Und du hast die Ehre, unsere Expedition zum Erfolg zu führen. Taha! Natürlich brauchst du dafür auch die passende Ausrüstung. Hier, das ist für dich. Oh, danke, ein Entdecker-Set. Sieh mal gleich an. Neuer Rucksack, neuer Helm, neue Schuhe, neue Hose. Taha, sitzt wie angegossen. Das perfekte Outfit für einen Expeditionsleiter. Ich habe so viele davon als Wechselkleidung für meine kleine Mila mitgebracht, dass ich locker ein Set an dich abdrücken kann. Wenn du dich mal umziehen oder einfach nur ausruhen willst, benutz einfach das Zimmer da. Das Tuch um den Arm habe ich übrigens in mehreren Farben dabei. Du kannst dir also eins aussuchen, das deinen Geschmack trifft. Jetzt kommen wir auch schon zum Wichtigsten. Hier, nimm. Oh, was gibt er uns denn jetzt? Eine Legendennotiz? Der König der reichen Ernte. In Freestyle wird das Märchen vom König der reichen Ernte überliefert. Einem legendären Pokémon, dessen Haupt eine imposante Krone zieren soll. Die hölzerne Statue in der Dorfmitte scheint allerdings keine Krone zu tragen. Noch so eine Notiz? Okay. Die legendären Giganten. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. Okay, das geht's dann zu lösen. Die legendären Giganten. Tief im Herzen der Schneeschlucht liegen die Ruinen, in denen der Eisgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. Ach, die gucken wir uns nächstes Mal an. Okay, nächste Notiz. So. Die legendären Vogel-Pokémon. Wenn die Sonne im Zenit steht, scheint sie auf einen Baumriesen mit Blättern wie aus Feuer, in dessen Geäst sich die geflügelten Legenden einfinden. Das sind meine Legendennotizen, die ich in mühseliger Kleinarbeit durch stundenlange Fernsehrecherche zusammengetragen habe. Wie wär's, wenn du zuallererst diesem König der reichen Ernte auf die Spur gehen würdest? Dieser König und sein Ross scheinen sich ja wunderprächtig verstanden zu haben. Ha, ich weiß schon, was für einen Namen ich dieser Expedition geben werde. Mystischer Bund, der legendäre König und sein treues Ross. Cooler Name, fällt mir. Mitten in Freestyle steht eine große Statue von ihm. Das sollte ein guter Ausgangspunkt sein. Obwohl er da nicht so einen enorm großen Kopf zu haben scheint, wie in meinen Notizen. Okay, ja, ganz gut, aber er hat wirklich einen sehr kleinen Kopf. Also auf diesem Bild in deinen Notizen sah das ja echt groß aus. Oh, Momentchen, ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ein Meisterballboard, danke. Soweit ich weiß, ist dieses Teil das Meisterwerk schlechthin unter den Pokébällen. Ja, bist du richtig. Für welches Pokémon du ihn benutzt, bleibt dir überlassen. Da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal von einem Bekannten geschenkt bekommen, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Denk daran, dass du jederzeit in der Basis vorbeischneiden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Damit du sie nicht verfehlen kannst, habe ich extra eine schnieke, selbstgemachte Expeditionsflagge vor den Eingang gestellt. Toll, oder? Und damit kann das große Abenteuer auch schon beginnen. Viel Spaß da draußen. Okay, gut.
das war ja jetzt ganz schön viel gebabbelt für eine Folge. Naja, die erzählen ja auch immer Romane hier in Pokémon. Sieht man hier noch ne, die Landschaft, aber... Da ist der große Baum zum Beispiel, also dieser rote Baum. Dann noch eine dieser Ruinen, von denen der Poeni erzählt hat. Dann noch ein großer Baum, den man auf dem Cover gesehen hat. Und sonst nichts weiter. Okay, Leute, ciao. Bis zur nächsten Folge.